Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gestern war ein rabenschwarzer Tag für Saarlouis. Gestern war ein rabenschwarzer Tag für das gesamte Saarland. Vor allem war es ein ganz, ganz bitterer Tag für die vielen Beschäftigten und ihre Familien. War gestern, wie viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag und auch aus der Landesregierung, mit bei dem Demonstrationszug der IG Metall. Und haben sich am Rande ja Gespräche ergeben. Ich habe mit beispielsweise einem Kollegen der Fortwerke gesprochen. Er ist 39 Jahre alt, er hat 3 Kinder, das jüngste ist 2 Jahre alt. Und er sagte, meine Frau kann wegen der Kinderbetreuung im Moment nicht arbeiten. Wir haben gebaut, wir machen uns massive Sorgen um die Zukunft. Ich habe einen entfernten Bekannten getroffen, wusste gar nicht, dass der bei einem Zulieferer im Supplier Park arbeitet. Er sagte mir, du, wir waren vor ein paar Jahren noch 300 Beschäftigte, mittlerweile sind wir runtergefahren auf 150. Unser einziger Auftraggeber ist das Fortwerk. Wenn dort die Lichter ausgehen, dann ist bei uns zwingend auch Schluss. Das sind 2 Beispiele, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Betroffenen. Von Beschäftigten, deren Schicksal ungewiss ist. 4.000 im Fortwerk, 2.000 rund im Supplier Park, die nicht wissen, wie es weitergeht. Eins ist klar, an Ihnen, an den Beschäftigten hat es nicht gelegen. Im Gegenteil, Sie haben in den letzten Jahren alles getan, um den Standort wettbewerbsfähig zu halten. Sie haben in den letzten Jahren selbst massive Einschnitte in Kauf genommen, um das Fortwerk zu retten. Sie haben Kurzarbeit in Kauf genommen. Sie haben die Streichung der Nachtschicht mitgemacht. Sie haben den Wegfall einer ganzen Produktionslinie mitgetragen. Und Sie haben am Ende 1000-fachen Stellenabbau mitgetragen. Alles, damit das Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, alles, damit der Standort erhalten bleibt. Sie haben mit Ihrem Engagement für das Unternehmen gekämpft. Das verdient unsere Hochachtung und unsere Anerkennung. Und ich darf Ihnen auch im Namen der CDU Saar, wie gestern schon bei der Kundgebung, versichern, auch wir stehen an Ihrer Seite. Wir werden und wir wollen unseren Beitrag leisten und alles dafür tun, um für Sie, deren Arbeitsplätze jetzt in Gefahr sind, berufliche Perspektiven zu schaffen. Sie haben unsere gesamte Solidarität, Sie haben unsere gesamte Unterstützung verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fortwerke. Und wir sind auch beeindruckt vom Engagement des Betriebsrats und der Gewerkschaften. Da war in den letzten Monaten ganz, ganz viel Klugheit, Umsicht, ein enormes Maß an Verantwortungsbewusstsein in ja auch für Betriebsräte und Gewerkschaftsvertretern ganz, ganz schwierigen Situationen. Und gestern konnte man feststellen, dass es eben neben diesem Verantwortungsbewusstsein und der Umsicht auch viel, viel Engagement, ja, auch Kampfbereitschaft gibt. Davor haben wir großen Respekt. An Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Betriebsräte und der Gewerkschaften, hat es ebenfalls nicht gelegen. Ich möchte Ihnen im Namen der CDU Saar ebenfalls ganz, ganz herzlich für Ihr Engagement, für Ihren Einsatz und für Ihr Verantwortungsbewusstsein Dankeschön sagen. Heute ist ja quasi der Tag danach. Der Tag danach, um uns auch noch einmal gemeinsam vor Augen zu führen, was war die Ausgangslage, was waren unsere Ziele. Wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass das neue E-Auto von Ford in Saarlouis produziert wird. Damit sind wir gescheitert. Wir haben gemeinsam uns dafür eingesetzt, dass das Saarland auch über 2025 hinaus eine automobile Vollproduktion behält. Das ist mehr als fraglich. Wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass der erste entscheidende Schritt zur Transformation, dass der
erste entscheidende Schritt in die Mobilität der Zukunft am Industriestandort Saarland gelingt. Das ist leider fürs Erste gescheitert und ebenfalls in die Ferne gerückt. Das gestern, das war ein schwerer Schlag für den Automotive-Standort Saarland. Über den Automobilstandort Saarland hinaus stellt sich ja die Frage, was bedeutet die gestrige Entscheidung für den Industriestandort Saarland als Ganzes? Zunächst einmal die Ungewissheit über die Zukunft der Fortwerke. Und ich stimme Ihnen zu, Frau Ministerpräsidentin, das, was jetzt an Schreiben des Europachefs Rowley auf dem Tisch liegt, es gab ja dieses Schreiben an die Beschäftigten, das kann es nicht sein. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, denn die Sorge ist doch groß, wenn es dabei bleibt, bei diesem Wenigen, bei diesem Unkonkreten, dass das für das Fortwerk ein Sterben auf Raten wird. Aber das Ganze hat ja möglicherweise dann auch Folgen über die Fortwerke und den Supplier Park hinaus. Negative Auswirkungen auf das Handwerk der Region, auf den Dienstleistungsbereich, auf die gesamte regionale Wirtschaft im Kreis Saarlouis und darüber hinaus. Dieser Tag gestern, er ist nach der Schließung von Hallberg-Guss der zweite schwere Schlag. Innerhalb von kurzer Zeit der zweite schwere Einschlag in das industriepolitische Kontor unseres Landes. Schlimm genug ist schon der mögliche Verlust, im Fall von Hallberg-Guss, der tatsächliche Verlust von Arbeitsplätzen, die Gefahr für die Arbeitsplätze. Aber was noch erschwerend hinzukommt, es sind Einschläge in unsere saarländische Seele. Spätestens seit gestern, meine Damen und Herren, spätestens seit gestern herrscht in unserem Land der industriepolitische Ernstfall. Der Tag danach. Wie sieht die Bilanz für die Landespolitik am Tag danach aus? Unser gemeinsames Ziel war, dass das neue E-Auto von Ford in Saarlouis produziert wird. Wir waren der Überzeugung, wir waren gemeinsam der Überzeugung, gemeinsam CDU und SPD in diesem Land gemeinsam, dass das Saarland dafür das beste Angebot abgegeben hat. Heute müssen wir leider feststellen, die Ministerpräsidentin und ihr Wirtschaftsminister hatten bei ihren Verhandlungen in Detroit, bei den entscheidenden Verhandlungen mit den Ford-Managern hier vor Ort, keinen Erfolg. Wir bedauern das sehr. Die Landesregierung hat in den letzten Tagen während der entscheidenden Verhandlungen unterschiedliche Wasserstandsmeldungen an die regionale Presse gegeben. Der Wirtschaftsminister beispielsweise hat noch vor 14 Tagen Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss bei den Verhandlungen genährt. Ich darf mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, zitieren, Wirtschaftsminister Barke, Saarbrücker Zeitung von vor 14 Tagen. Nach unserer Auffassung hat in diesem Prozess der beiden Standorte Saarlouis die Nase deutlich vorne. Oder ein weiteres Zitat, gemeinsam mit Ford können wir auch im Umfeld des Unternehmens noch deutlich mehr Arbeitsplätze schaffen. Ich kann mir da schon eine Größenordnung von 4.000 bis 5.000 vorstellen, Zitat Ende. Zusätzliche weitere 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze im Umfeld von Ford. Heute müssen wir feststellen, diese Hoffnungen sind enttäuscht worden. Auch das, meine Damen und Herren, auch das bedauern wir sehr. Über Ford hinaus stellen sich jetzt für die Landespolitik weitere Fragen. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung hinsichtlich der Weiterverwertung der Fläche, falls 2025 bei Ford wirklich die Lichter ausgehen? Es handelt sich ja um ein industrielles Filetstück. Darüber sind wir uns einig. Nach Hallberg-Guss ist die Ford-Entscheidung der zweite schwere Schlag für unsere Industriepolitik. Die Frage stellt sich, was bedeutet das für die Information, für die Transformationsstrategie der Landesregierung? Um es ganz deutlich und klar zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist in erster Linie die SPD-Landesregierung, die jetzt in der Verantwortung steht. Frau Ministerpräsidentin, Sie und Ihr Wirtschaftsminister stehen jetzt in der Verantwortung. Absolute Mehrheit heißt absolute Verantwortung. Und spätestens mit Blick auf Ford ist doch klar, es gibt keine Zeit zu verlieren.
Die Automobilbranche steht vor großen Herausforderungen. Die Lieferengpässe bei Mikrochips und bei Elektrobauteilen. Die Digitalisierung des Autos schreitet voran. Strengere Umweltauflagen müssen eingehalten werden. Die Probleme, die technischen Probleme durch die strengeren Umweltauflagen müssen gelöst werden. Das Konsumentenverhalten ändert sich. All das fordert uns als Industrieregion mit einem Schwerpunkt Automobil heraus. Da braucht es Antworten, Frau Ministerpräsidentin, zumal Sie in den letzten 10 Jahren Wirtschaftsministerin unseres Landes waren. Die Landesregierung ist jetzt in erster Linie gefordert, Antworten zu geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wurde eben angesprochen, gestern, so rabenschwarz der Tag war, es gab auch ein Licht. Es ist leider untergegangen oder etwas medial unterbelichtet gewesen. An normalen Tagen wäre das eine tolle Nachricht gewesen für unser Land. Die Nachricht, dass CISPA, das Forschungszentrum, eine Kooperation eingeht mit dem Airbus-Konzern. Eine gute Nachricht für unser Land, weil perspektivisch ja mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen können. Eine tolle Sache für unser Land. Sie haben, Frau Ministerpräsidentin, völlig zu Recht Professor Michael Backes gedankt, der ja unglaublich ambitioniert an die Sache herangeht, der ja sagt, ich will aus diesem CISPA, aus diesem Forschungszentrum 10.000 Arbeitsplätze perspektivisch entwickeln. Das sind große Ambitionen. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, es wurde Professor Backes zu Recht gedankt, der Vollständigkeit halber möchte ich aber sagen, dass wir diese Entscheidung, dass das CISPA ins Saarland gekommen ist, unserer früheren Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer verdanken. Sie hat in harten Verhandlungen mit dem Bund dieses Forschungszentrum ins Saarland geholt. Und der Vollständigkeit halber möchte ich hier auch sagen, die entscheidenden Kontakte zwischen Michael Backes und Airbus hat unserer früherer Ministerpräsident Tobias Hans hergestellt. Deshalb gebührt beiden an dieser Stelle auch unser herzlicher Dank. Am 27. März haben die Saarländerinnen und Saarländer die Rollen neu verteilt. Sie haben uns als CDU Saar die Rolle der Opposition zugewiesen. Wir nehmen diese Rolle an. Nicht im Sinne einer Krawallopposition, nicht im Sinne einer Fundamentalopposition. Nein, wir wollen konstruktive Opposition sein. Wir werden der Aufgabe der Opposition nachkommen, wir werden die Regierung kontrollieren, wir werden dort den Finger in die Wunde legen, wo es hakt. Wir werden auf Defizite hinweisen. Aber wir beschränken uns nicht nur auf die Rolle des Controllers der Landesregierung und der Mehrheit. Nein, wir sind konstruktive Opposition in dem Sinne, dass wir mit Ihnen in den Wettbewerb der Ideen eintreten wollen. So verstehen wir Opposition, so verstehen wir konstruktive Opposition. Und als Opposition sagen wir auch, gerade in schwierigen Zeiten stehen wir zusammen. Gestern habe ich an dieser Stelle bereits gesagt, wir Saarländer halten in schwierigen Zeiten zusammen. Das gilt auch für uns in der Oppositionsrolle. Und es ist gut, dass es ein breites Bündnis gibt, dass es in dieser schweren Krise ein breites Bündnis gibt. Ein Bündnis zwischen den großen Volksparteien dieses Landes, ein Bündnis zwischen dem Landtag und der Landesregierung. Und auch ein Bündnis, das haben wir gestern gesehen, zwischen der Landespolitik, den Gewerkschaften und den Betriebsräten. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen jetzt dieses Bündnis erweitern. Gravierende Fragestellungen verlangen angemessene Antworten. Das Saarland als Ganzes muss jetzt zusammenrücken. Alle gesellschaftlichen Gruppen gehören jetzt an einen Tisch. Und deshalb freue ich mich, Frau Ministerpräsidentin, liebe Anke Rehlinger, dass Sie meinen Vorschlag aufgreifen und die Saar-Gemeinschaftsinitiative jetzt einberufen. Ich glaube, das ist ein guter Vorschlag. Ich glaube, das ist ein wichtiger weiterer Schritt, wie das Saarland in dieser Krise jetzt enger zusammenrücken kann. Anke Rehlinger hat in ihrer Regierungserklärung direkt unmittelbar nach der Wahl zur Ministerpräsidentin eine Stabsstelle Strukturwandel angekündigt.
Wenn dieses Thema wirklich Chefinnensache ist, dann erwarten wir hier auch ein entsprechend angemessenes Tempo. Wir wollen wissen, wann diese Stelle mit der Arbeit beginnt, was sie tut und welche Ergebnisse sie liefert. Ganz besonders in dieser schweren Krise der Automobilindustrie muss das Parlament auf Augenhöhe mit der Regierung arbeiten. Und da, Frau Ministerpräsidentin, greife ich einen Vorschlag auf, den Sie eben in Ihrer Regierungserklärung unterbreitet haben. Ich greife ein Angebot auf für uns als CDU-Fraktion, das Sie in Ihrer Regierungserklärung ausgesprochen haben. Wir als Parlamentarier, und ich habe es eben bewusst gesagt, auch als Parlamentarier in der Opposition, wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden und wir werden unserer Verantwortung für die Menschen und das Land gerecht. Wir wollen uns in den kommenden Monaten und Jahren mit aller Kraft dafür einsetzen, um Arbeitsplätze zu sichern, dass alle Beschäftigten, deren Arbeitsplatz jetzt in Gefahr ist, berufliche Perspektiven bekommen. Und dazu braucht es dann, Stichwort Parlament, auch ein passendes Instrument. Ich denke da an so etwas Ähnliches wie die sogenannte Stahlfraktion, die es in diesem Hause vor vielen Jahren, vor einigen Jahrzehnten schon einmal gegeben hat. Das war ein besonderer Landtagsausschuss, der in der Stahlkrise eine parlamentarische Begleitung wahrgenommen hatte. Wir als CDU-Fraktion, wir schlagen vor, dass wir hier im Parlament einen entsprechenden Sonderausschuss einsetzen. Wir wollen eigene Ideen und eigene Konzepte vorlegen. Und wir wollen mit Ihnen in den Wettbewerb um die besten Lösungen und Ideen für unser Land gehen. Das Beste für unser Land und seine Menschen, darum muss es am Ende immer gehen. Die Ministerpräsidentin hat in ihrer Regierungserklärung eben darauf hingewiesen, dass das Land zur Überwindung der strukturellen Probleme, zum Gelingen, damit die Transformation gelingt, Unterstützung aus Berlin und aus Brüssel braucht. Was es davor aber auch braucht, ist, dass wir kein Gegenfeuer, dass wir kein Sperrfeuer aus Berlin oder aus Brüssel bekommen. Stichwort Verbrenner. Drohendes Verbot des Verbrenners. Der Automobilstandort Saarland verfügt über ein tolles Know-how im Bereich von sauberen Verbrennern. Tausende von Arbeitsplätzen im Saarland hängen am Verbrenner. Und ich sage da auf europäischer Ebene Green Deal. Verbot vom Verbrenner ab 2035. Und meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratischen Partei, die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf der Bundesebene, sie spielen da beim Thema Verbot des Verbrenners und drohendes Verbot des Verbrenners zurückhaltend ausgedrückt eine schwierige Rolle aus Sicht unseres Landes. Wir fordern deshalb die SPD-Landesregierung, die SPD-Landtagsfraktion auf, setzen Sie sich dafür ein, dass es keine einseitige ideologische Fokussierung auf die Elektromobilität gibt. Setzen Sie sich in Berlin und in Brüssel dafür ein, dass der CO2-freie Verbrennungsmotor eine Chance behält. Was wir brauchen, ist Technologieoffenheit, kein verfrühtes Verbrennerverbot. Das wäre sehr schädlich für die Arbeitsplätze im Saarland. Wir wollen als CDU unsere Rolle konstruktiv ausfüllen. Wir sind auch in der Verantwortung. Auch wenn wir in der Opposition sind, wir fühlen uns und sind in der Verantwortung. Deshalb wird eine Delegation der CDU-Fraktion in der nächsten Woche nach Brüssel reisen und im Europäischen Parlament, nein, ist es nicht, denn der Trilog beginnt erst, im Europäischen Parlament Gespräche führen mit Europaabgeordneten der EVP-Fraktion zum Thema Stahl, Emissionshandel und auch da drohende negative Entscheidungen für das Saarland und, wie eben angesprochen, zum Thema Verbrenner. Das europäische Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Trilog zwischen Kommission, Europäischem Parlament und Rat beginnt erst jetzt. Und wer ist der Rat? Das sind die nationalen Regierungen. Das ist für Deutschland die deutsche Bundesregierung. Das heißt, wir müssen uns jetzt auf allen Ebenen anstrengen, dass negative, dass schlechte Entscheidungen aus Brüssel und aus Berlin für das Saarland vermieden werden. Wir jedenfalls als CDU-Fraktion nehmen unsere Rolle an.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit gestern haben wir im Saarland den industriepolitischen Ernstfall. Frau Ministerpräsidentin, in Ihrer Regierungserklärung haben Sie gesagt, die Transformation, der Erhalt der Industriearbeitsplätze ist das entscheidende Thema für die nächsten Jahre. Damit liegen Sie richtig. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob die Landesregierung dieser Aufgabe gewachsen ist. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob Sie, Frau Ministerpräsidentin, dieser Aufgabe gewachsen sind. Daran werden wir Sie messen.